So, hallihallo, meine lieben StarCraft-Freunde. Es geht mal wieder los mit einem frischen Replay aus der StarCraft Heart of the Swarm Beta Ladder zwischen, wie heißt der, Hortrax gegen Luke, ein PvT auf New Kirk City, der Protoss unten links gegen den Terra unten rechts. Ist ja auch nur eine Zwei-Spieler-Karte, deswegen gibt es ja hier nicht, ja, der eine hier, der eine da oder hier, da, quer und schräg reingeklebte Spots gibt es ja hier nicht. Und, oh, da war eine Pause drin in dieses wundervolle Spiel. Ich guck mal eben kurz nochmal in die E-Mail, ob ich da noch eine Info kriege. Oh, welche Liga das ist? Nee, da steht bloß Bumm in der E-Mail. Happy Face und Bumm steht in der E-Mail drin. Nichts weiter, ob es irgendwie hier Bronze, Silber, Gold, Platin, was weiß ich, was ist also... Lassen wir uns mal überraschen, da ich jetzt auch nicht auf die Symbole im Ladescreen geachtet habe. Da kann man das ja auch erkennen. Aber wie gesagt, ich habe nicht drauf geachtet. Schauen wir mal auf jeden Fall, was hier so los ist. Am Anfang hier noch nichts Außergewöhnliches. Ein Pölönchen hier. Barracks bzw. Depot auf der einen Seite. Also keinerlei Abnormalitäten hier aktuell dabei. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Heute ist Dienstag. Ja, ich hatte ja gestern schon ein paar Replays und auch Let's Plays aufgenommen. Dead Space endlich durchgespielt. Mir geht's immer noch nicht so richtig supi. Weiß auch nicht, vielleicht liegt's auch wieder am Wetter. Jetzt ist ja wieder, nachdem es ja erst wieder ein bisschen milder geworden ist, ist es jetzt wieder kalt. Heute hat's hier wieder geschneit. Bei uns in Braunschweig. Totaler Scheiße, diese Pisswetter-Gammelseuche. Die einzige freudige Geschichte hier heute... Jetzt werden wir jetzt sehen, wie er hier unbedingt diese Probe kriegen will, der Luke. Ja, ich habe heute meinen Crysis 3 Key bekommen für Origin. Hab das Spiel auch schon fertig vorgeladen, aber leider darf man es erst ab Donnerstag spielen. Das ist natürlich blöd. Ja, jetzt habe ich das Spiel da schon schön fertig installiert und ich könnte es zocken, aber das ist ja wieder gesperrt hier, Origin. Scheiß. Ah, die Amis können schon zocken. Wir EU-Heinis noch nicht. Beim Protoss gibt es ein Gateway, ein Gas. Beim Terra... Oh, der hat das Gas hier gecancelt. Ah, not... Ist, ja, sicher, was er damit bezweckt hat. Ich meine, weiß nicht. Nochmal kurz gucken. Hat der Protoss das Gas gesehen? Nö, hat er nicht. Ja, hat er sich wohl kurzfristig umentschieden. Oh, hier, gucke mal. Oh, ein schönes Blättchen. Der Terraner hier. Luke, was ist da los? Ah, Protoss holt sich jetzt hier den ersten Bersima raus. Probe ist am Watchtower. Marine, nein, SCV ist hier auf dem Weg, auch mal rüber zum Protoss zu fahren, um zu gucken, was da so los ist. Ja, wie gesagt, Crysis 3 ist da, kann ich ab Donnerstag spielen. Ich versuche bis dahin Batman auch noch durchzuspielen. Ich habe jetzt ja Dead Space recht zügig durchgezogen. Batman habe ich jetzt ein paar Wochen gar nicht angefasst. Unter anderem muss ich ja auch noch Borderlands weiterspielen, das vorletzte Add-on und auch das neueste, was gerade da ist, dieses Sir Hammerlocks wilde Jagd oder wie das da auch heißt. Ja, SCV kommt hier rein. Sieht aber nicht viel. Nexus noch nicht gestellt hier, obwohl die Mints schon da wären eigentlich für Hortrax Exe. Kommt jetzt auch. Auf der anderen Seite läuft schon das Doppelgas und das eBay kommt sehr früh. Noch keine Factory. Ah, jetzt hier das Ganze, denke ich mal. Ja, da ist er. Aber hier eBay direkt mal als erstes. Okay, Bunker ist, ja, kann man machen, ist verständlich, ja. Aber das eBay will er super early, super mega Upgrades hier sich ziehen. Ah, werden es gleich sehen. Oder ist das wieder eine neue Super-Taktik-Bild, die ich noch nicht kenne? Weil ich meine, okay, auch wenn sie alt und bekannt wäre, würde ich sie ja trotzdem nicht kennen. Ist ja eine ganz klare Sache. Ah, Stalker Bersi hier von Hortrax standardmäßig hier am Rüber watscheln. Bunker wäre fertig, kann er die Marines mal reinstecken. So, eBay ist da. Oder ist das jetzt einfach nur so eine Vorsichtsmaßnahme, weil der Protoss jetzt ja auch oft mit Oracle zerrest? Na, steig doch in den Bunker ein. Du brauchst doch hier keinen Stress machen. Steig doch ein hier. Ja, den einen Marine hier vielleicht mal austauschen, den kaputten rein in den Bunker. Ja, also eine andere Erklärung hätte ich jetzt hier nicht für dieses super frühe eBay, um halt eben gegen Oracle safe zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier erstmal ein Reakteurchen und ein Starport vom, also Reakteurchen an die Factory Starport noch mit dazu. Bei Protoss steht die Expansion, Warp Attack ist fertig, warpt hier defensiv rein, keine Pylone hier irgendwie in der Nähe der gegnerischen Base aufgestellt. Nun gut, lassen wir uns überraschen.
Also wie gesagt, eBay ist da, aber er nutzt es nicht. Keine Upgrades werden gefahren, keine Turrets werden gebaut, deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum er das Ding dahin gezwirbelt hat. Hortrax. Jetzt noch mit The Robotics Bay. Ja, was hatte ich halt gerade gesagt, wegen dieser Let's Play-Geschichte. Ich will halt jetzt Batman noch relativ schnell durchspielen, damit ich halt nicht mehr so viele Games hier auf Lager habe. Und damit ich dann mehr Zeit für die neueren Erscheinungen habe, denn jetzt kommt ja bald Schlag auf Schlag. Heart of the Swarm dauert ja auch nicht mehr so lange. Crysis kommt übermorgen. Ja, Metro kommt noch, Tomb Raider kommt noch und auch Resident Evil. Die ganzen Games habe ich ja alle vorbestellt. Die kommen ja alle jetzt in kurzen Abständen hintereinander raus. Ja, Protoss steht hier schön aufgestellt. 50, 45 im Supply. Wir checken auch mal kurz die Worker-Lage. Da ist der Protoss auch noch ein bisschen vorne. Der Terra natürlich aber dran, weil er ja hier die Mules noch mit dabei hat. Ja, und was will der hier spielen? Ah, das wird so ein, weiß ich nicht, so ein Delayter Hellbat-Drop soll es wohl werden. Ne? Ja, Armory kommt jetzt hier mit dazu. Jetzt auch mal hier den einen oder anderen Turret gestellt. Um hier gegen das Oracle safe zu sein, brauche aber gar nicht, weil hier gar kein Starport steht. Dafür er hier auch mit Double Forge Robo mit dem Opsi unterwegs. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon vor oder nach dem Patch ist. Es ist vor dem Patch, denn aktuell ist es jetzt ja so, da hat Blizzard ja... Machen wir kurz Pause, bevor wir hier wieder was verpassen. Blizzard hat das Ganze jetzt ja mittlerweile etwas gepatcht. Ja, genervt, den Terra ein bisschen geschwächt und es passen nur noch zwei gemorphte Hellbats in ein Medivac rein. Aktuell zwei, früher waren es noch vier. Und wann jedet los hier für den Kollegen Luke, der hier auch gerade Supply blockt, ist bei 54. Wer kennt ihn nicht, den schelmischen blöden Supply Block bei 54? Ja, ich kann hier rabbeln, sammeln und machen, weil hier passiert ja nicht sonderlich viel in diesem Spiel. Protoss mit Double Upgrades, Twilight Council hat seine Units hier schön hingestellt. Ja, und der Terra kommt jetzt mal mit seinem Dropship angeflogen. Bin ich mal gespannt, ob er diesen Standard da macht mit dem Boost, dann hier schön ausladen hier. So kennt man das. Auf der anderen Seite Observer unterwegs. Ja, zweiter Observer. Ja, jetzt kommt hier der Boost. Ja, und jetzt hier, pass auf, du, klack, 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 aber schön reagiert hier sofort weggezogen von Hortrax, der jetzt hier auch dazu kommt mit seinen Stalkern, hier nette Force Fields, die Units am Trappen ist, aber auch Luke ist hier aware und sammelt seinen ganzen Plunder wieder ein. Jetzt hat er hier die Force Fields, naja, blockieren sie ihn selbst so ein bisschen, sonst wäre er hier vielleicht noch rangekommen, um hier das Medivac noch so ein bisschen anzusoften. Aber nun gut, der Hellbat Rob hat hier nichts gebracht. Auch sehr viel Gas und sehr viele Overmints hier beim Terraner. Schaut es euch an, 700, 600, nochmal eine Hexe jetzt hier im Bau. Weitere Hellbats, weitere drei, insgesamt drei Factories. Dieses eBay hier immer noch ungenutzt. Keine Upgrades für die Marines. Hat auch bloß diese eine Barrack hier. Kein Tech-Lab dran und noch eine Factory. Kein Problem. Baue ich alles voll hier mit Factories. Die Hellbats ausgeladen. Ja, und was macht der Protoss? Ah, könnte auch mal ein bisschen seine Upgrades hier boosten. Hat sehr viel Boost gesaved hier auf diesem Nexus. Hat hier aktuell nur Gateway Units. Robotics Bay ist aber am Start. Hat er sich schon was geholt hier mit der Twilight Council? Nö, kein Charge, kein Blink. Auch hier noch keine Upgrades. Aber in der Forge geht es los. Und da hat er jetzt schon das 2-2 am Laufen. 1-1 ist schon durch. Beim Terraner läuft noch das 1-0 fürs Metal. Ja, und so wie das hier aussieht, spielt er hier Hellbat Tank. Also quasi Mech gegen Protoss, ob das erfolgreich sein kann. War ja schon in Wings of Liberty nicht so gut, sag ich mal. Ja. Manchmal klappt's, meistens aber eher nicht. Und er scheint hier auch Mars Hellbat Tank spielen zu wollen. Obwohl man ja eigentlich jetzt hier so über den Daumen sagt in HOTS gegen Terk und Terra, musste Mech spielen gegen Protoss, bleibste bei Bio. Aber er spielt hier Mech. Mal gucken. 1-0 ist hier durch. Beim Protoss läuft 2-2. Range Upgrade für die Kolosse und auch das Charge Upgrade für die Bersen. Hier eine schöne Upgrade-Station für Protoss. Kleiner Drop hier, Lampenmaus. Zack. Oh, keine Upgrades. Scheiße. Ja, und jetzt kommen auch hier die Pylone, die ich halt anfangs schon so vermisst habe hier. Von Hortrax. 80 zu 102. Der Terraner jetzt also vorne. Aber sonst... Ja, ist hier nicht viel los. Ja, ein... Apparatus läuft hier mal um Block. Ja, ich weiß nicht, wo der rauskam. Ich glaube, irgendwo hier. Da muss er hier einmal rumlatschen. Nächste Exe geht da raus. Noch mehr Factories. Ja, hier schon 5, 6 Stück hier am Stehen. Hier unten ein dicker Ball, Medivacs, Panzer und auch die Hellbats. Auf der anderen Seite Gateway Mix gleich aufgewertet mit Kolossen. Dritter Nexus kommt auch hier.
War 2-0 auch beim Terra unterwegs. Storm soll es geben, beziehungsweise Hightemp-Archiv. Was er damit macht, wissen wir ja noch nicht, ob er es für Archons nutzt oder eben halt sich noch den Storm erforscht. Weil er vielleicht ja auch erwartet, dass da Bioplay kommt. Was weiß der Protoss denn? Na, er weiß gar nichts. Er kennt den Bunker und das war's dann auch. Er weiß nicht, dass hier 5000 Factories stehen. Jetzt aber hier gleich straight auf 3-3 Upgrades. Also der geht ja hart auf die Upgrade-Schiene, der Protoss. Irgendwas hat er hier auch abgesäbelt hier mit seinem Tank. Hier ein Kill, keine Ahnung, was hier stand, ein Pylon oder so. Was weiß ich? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt macht doch mal was hier. 300 zu 100 Units lost hier nach 15 Minuten hier. Das ist doch langweilig hier, Mann. Ja, es ist nicht langweilig, aber es ist halt hier blöd. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich fühle mich ja auch eh noch ein bisschen schlecht und so. Terra auf jeden Fall 50 Supply vorne. Mars Metal Zeug. Jetzt glaube ich. Nein, doch nicht. Er sieht ein paar Depots, ein paar SCVs. Er sieht die Echse. Aber er muss doch mal hier reinfliegen. Du musst doch mal schauen. Was hat denn hier mein Gegenüber? Was weiß denn eigentlich der Terra? Der hat hier alles abgescannt oder mal eben so gescoutet. Jedenfalls weiß er etwas mehr über seinen Gegner. Aber der Protoss dürfte hier auch mal reinfliegen. Auf jeden Fall, das hat er vielleicht noch gesehen hier, das nächste Medivac unterwegs. Protoss kommt hier mal raus mit seinem kleinen Ball. Charge ist ja dabei. 2-2 ist am Anliegen. 3-3 läuft und es gibt dann tatsächlich hier noch den Storm. Will sich jetzt hier vielleicht noch diese Echse nehmen, so wie es aussieht. Finde ich jetzt nicht so toll, diese hier, weil die halt so nah in so nah am Gegner ist quasi. Und auch jetzt hier gegen den Terraner halt gefährlich. Hellbats ganz schnell mal rübergeflogen, vor allem jetzt mit dem Turbo-Boost Medivac. Aber schauen wir erstmal, ob das Kollegenvieh hier unten Medivac mal ein bisschen was reißen kann. Hat er hier eine Kanone? Ja, zwei Kanonen, also da sollte nicht allzu viel passieren. Ja, eins, zwei, oh. Ja, kaputt. Ja. Oh, das ist natürlich böse. Oh, da hat er noch mal ein paar Worker hier verloren. Ja, aber unterm Strich, 8 Worker jetzt für ein komplett gefülltes Medivac war jetzt nicht so der Hit. Ja, Terra aber nach wie vor im Supply 50 vorne. Guckt euch an, Mars Tanks 2-0, 3-0 läuft. Aber beim Protoss schon das Dreier fertig. Ja, im Chat ist nicht so viel los. Also für alle, die jetzt gerade das VOD auf YouTube gucken, für die ist das nicht so interessant. Aber ich bin auch gerade wieder am Replay recasten, am Stream. Also ihr könnt das Ganze auch live gerade verfolgen. Im Chat ist nicht so viel los. Ja, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Chatten raut Mr. Pink, Quacknet IRC oder eben der Twitch-Chat. Und die Terra-Walze rückt hier aus. Ja, Luke spielt hier Mars Metal. Und geht hier mal los. Ja, Tank und auch Mars Hellbat. Wie viel hat er denn? 21 Stück und 18 Panzer. Goody wäre stolz auf ihn. Und jetzt geht's hier los. So ein kleiner Protoss Ball. Ja, okay. Ein paar Storms hier. Ah, da stoppt er sich ja fast die eigenen Bersen weg. Ah, die Tanks sagen, ja, ich siege mal auf. Hier reicht das aus. Ah, sieht jetzt nicht so toll aus hier für Luke. Aber es sollte doch reichen, die Tanks hier, die Templer jetzt alle weg. Ja, reicht gerade so, schon ordentlich was abgekriegt hier, die Jungs. Ja, wo muss man die Replays hinschicken, werde ich da gerade gefragt. Meine Replay-Adresse steht in der Channel-Beschreibung auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem YouTube-Kanal. Eine kleine Sekunde oder eine halbe Sekunde später gesiegt hier eben gerade und schwuppdiwupp wären hier die Terra-Units alle Schrott gewesen. Und wenn die Storms etwas besser gepasst hätten, dann hätte der Protoss vielleicht noch die Oberhand gewonnen. Hier oben auf jeden Fall erstmal die nächste Base. Zwei weitere CCs sind hier auch schon parat. Die Tanks werden jetzt hier wundervoll aufgespreadet. Hier so ein paar Vikings noch mit dabei. Mal gucken, was so los ist. Die Tanks hier, kaboom! Herrlich. Luke scheint uns hier zu zeigen, dass es doch noch funktioniert, mit Metal gegen Protoss zu spielen. Liegt aber halt aber auch da einfach daran, dass der Protoss überhaupt nicht vorbereitet war auf das, was da kam. Hat hier so ein Standard-Gateway-Mix Colossi gespielt. Ja, er weiß gar nicht oder wusste gar nicht, dass da so ein Mars-Metal-Play hier unterwegs ist. Erstmal hier drüben nochmal ein paar Templer. Hier schön. Bum, bum, bum. Storm noch die Eco, Junge. Nicht nur ausladen, jawohl, da kommen die Storms. Hier, herrlich. Sehr schön. Bisschen was weggeknuspert.
Ne, ihr braucht mir auch nicht nur Hots Replays schicken, ihr könnt mir natürlich nach wie vor auch noch Rings of Liberty Replays schicken. Ah, Casual oder Pro Replays, hier wird ja alles durch den Mangel gedreht. Die Tanks rücken vor, mittlerweile auch auf 3-0. Ah, der Protoss war auch mit sehr starken 3-3 Upgrades, aber was nützt denn ihm die jetzt hier, wenn da 50 Millionen Tanks vor der Butze stehen? Ah, hier drüben zwar nochmal die Templer so ein bisschen reingestormt, aber die Panzer, die machen das schon. Guck mal hier. Burger Kill ist zwar gar nicht so schlecht, aber was nützt einem das, wenn hier drüben, wie gesagt, 30 Millionen Panzer vor der Bude stehen? Hier nochmal ein paar Gateways noch nicht aufgeklappt. Hätte Mars Overmins, der könnte ja mal ein paar Zealots reinwarpen gegen die Panzer. Macht er jetzt hier auch nochmal so ein bisschen, aber guckt euch an, da passiert gar nichts hier. Es bleibt zu game. Luke, Junge. Ah, da habe ich dich hier erst so ein bisschen schlecht geredet, von wegen hier muss man Bio spielen, ja, aber Tanks. Marspanzer, volles Rohr, reingebrettert gegen Hortrax. Ja, was war das für eine Ladder, für eine Liga? Ich weiß nicht. Er weiß das, glaube ich, bis zum Schluss doch. Jetzt am Ende hat das mal kurzzeitig gesehen. So ein bisschen auf jeden Fall. Ja, mit dem Prisma, wo er hier rüber geflogen ist, nicht mit dem Observer. Ah, der stand ja die ganze Zeit hier. Also mit einem bisschen besseren Scouting hätte der Protoss, weil er ja schon starke Upgrades hatte, der wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Oder wäre mehr gegangen. Aber Luke, sehr gut hier mit den Panzern. Oh, sehr gut. Sehr schön. So Leute, wie immer, abonnieren, kommentieren, liken, Daumen hoch anklicken wäre sehr freundlich. Und auch mal auf www.mrpink.tv vorbeischauen. Meine wundervolle Website. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel, beim nächsten Livecast, beim nächsten Let's Play, was weiß ich. Ich bin raus, auf Wiedersehen.